Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und andere News auch. So Leute, ja, habt ihr auch schon von diesem Fortnite Event gehört? Ja, ist natürlich auch mega interessant. Also da ist jemand hingegangen, war jetzt nicht mit Epic Games abgesprochen und Epic Games hatte auch überhaupt keine Zusage. Angeblich weiß man natürlich, also weiß ich nicht, aber angeblich keine Zusage dazu gemacht. Und hat einfach mal ein Fortnite-Event gestartet, gell? Gucken wir uns das ganze Ding mal an hier. Hat sich also, das Fortnite-Event war tatsächlich dann so, dass er dafür auch Geld verlangt hat, ne? Das ist dieses Ding hier. Parents in Anger. Also die Eltern drehen durch, sind sauer. So. Warum sind denn die Eltern sauer? So, lass mal schauen hier. Wir haben am 16. Februar gab es hat eine Firma mit dem Namen Exciting Events, also Exciting bedeutet ja ganz toll, außergewöhnlich toll, ne? Exciting Events, ein Event gestartet, das nannte sich Fortnite Live Festival und wurde als das Fortnite Event des Jahres präsentiert. Ist das nicht geil? Das Fortnite Event des Jahres und Epic Games weiß nichts davon. So, ja, dafür haben sie Tickets verkauft. Die fingen an bei 12 Pfund und es gab auch welche für 20 Pfund. So. Das Event hat, wie gesagt, nichts mit Epic Games zu tun gehabt und könnte unter Umständen eben auch nochmal jetzt dann von der Seite, also in den ganzen Urheberrechtsverletzungen und so weiter, bei was Fortnite und Epic Games anbelangt. Diesmal geht's aber wohl in die andere Richtung. Weil, klar, du kannst nicht einfach ein Festival machen in der Richtung und ja, keiner weiß Bescheid. Uns als größtes Event hinstellen. Das Geile ist, es gab ungefähr 2500 Besucher. So, ungefähr 2500 Besucher und dazwischen gab es dann zum Beispiel eine Kletterwand. Da müsst ihr euch vorstellen, also sogar hier steht über 3000 Kinder. Über 3000 Kinder, eine Kletterwand, 4 Go-Karts. Kein einziger war irgendwie als, ja, als irgendein Charakter verkleidet, was man sonst so von Nintendo-Events oder so kennt, ne, dass da irgendwelche als Pokémons rumrennen oder sowas, da war keiner. Und teilweise standen die Leute 2 Stunden später immer noch am Eingang in der Schlange und haben darauf gewartet. So, dann gab es mal hier so ein. Ja, so eine Hüpfburg oder eine Rutsche, kann man sagen. Ja, auch geil, ne? Also sensationell. Leute, wenn ihr schnell Geld verdienen wollt, dann macht halt einfach mal so ein Fortnite-Event. Na, nein, macht das nicht. Bitte macht es nicht. Nicht, dass es dann hinterher heißt, ja, der hat aber gesagt, wir dürfen. Nein, 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 nein. Also macht es nicht, weil das gibt mit Sicherheit jetzt noch einen Haufen Stress, ja. Und ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird, ob sie da nochmal irgendwelche Infos dazu durchdringen lassen. Also das ist schon ziemlich dreist, aber die schon krass. Ich nehme mal so eine Hüpfburg, so eine Kletterwand, knall mir da 4 Go-Karts hin und dann 3000, war so richtig gelohnt. 3000 Kinder, na gut, plus Eltern, sagen wir mal 6000 Leute. 6000 Leute mal 20, oh, 12, 120.000 Pfund. Oh, 120.000 Pfund. Aber die Strafe wird wahrscheinlich jetzt um einiges höher ausfallen. Na gut. Also das war dann ein kurzer Erfolg. Mit 120.000 Pfund kannst du dich nicht wirklich irgendwo weit absetzen. Also, dass du sagst, oh, du gehst auf eine Insel. Scheiß drauf, ich habe mein Geld verdient. Gehst auf die Insel, egal.
So, ja, jetzt gehen wir in den Itemshop rein und schauen mal, was. Oh, was ist denn das? Wie geil ist denn das Ding? Also, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Bright Bomber. Und der Bright Bomber kriegt von mir 8 von 10. Ja, ich bin inzwischen schon eingefortnited. Also, die Noten, die werden immer besser, was diese, die auch knallige Sachen anbelangt. Ja, ganz am Anfang hätte ich dem Ding, habe ich dir, glaube ich, schon 4 oder 5 gegeben oder sowas. Inzwischen bin ich auch schon hier eingefortnited. Also 8 von 10 für den Bright Bomber. Und der Bright Bomber, wo ist denn der Bright Bomber? Ist das da? Das ist der Bright Bomber und der hat hier 4,31 von 5 bei 74 Votes mit 210 Reminders. So, das ist der Bright Bomber. Dann haben wir den Bright Gunner. Oh, das kriegt von mir 7 von 10, der Bright Gunner. Und da haben wir 3,33 von 5 bei 45 Votes und 91 Reminders. Dann haben wir die Rainbow Smash. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, finde ich mega cool. Die schwarze, die Dark-Version, finde ich allerdings geiler. Deswegen kriegt Rainbow Smash von mir 7 oder 8 von 10. 8 von 10 kriegt Rainbow Smash. Ist schon cool, irgendwo das Ding. So, da haben wir 4,58 von 5 bei 36 Votes, 186 Reminders. Schon echt nice. So, und das ist ja wohl der Oberknüller. Das ist ja wohl der Oberknüller mit Raketchen dran. Guck mal, und Sternchen. Oi, oi, oi. Oh, ist das nicht knuffig, aber von hinten sieht es auch wieder scheiße aus, nicht? Ja, es geht. Er sieht irgendwie, also von vorne sieht das Ding wieder mega, von der Seite sieht es auch mega cool aus. Aber von vorne jetzt auch nicht mal so unbedingt. Von der Seite sieht es cool aus, aber von hinten sieht das Ding wieder scheiße aus, ne? Naja, aber immerhin noch besser als das düstere Pferd da. Aber es hat schon was, der Bright Blimp, und deswegen kriegt er von mir 9 von 10. Bright Blimp kriegt von mir 9 von 10. Wo ist der Bright Blimp? Der Bright Blimp, da ist der Bright Blimp. 4,33 von 5 bei 3 Votes. So, damit sind wir hier auch schon durch bei dem Pack. Dann haben wir hier den Heim. Ich weiß nicht. Da hinten das Kätzchen, oh, mit dem Schwert dran. Also das ist schon irgendwie cool gemacht, ne? Aber was soll ich denn dem Heim geben? Ich gebe dem Heim 6 von 10. Wo ist denn Heim? Where the fuck is the Heim? There is the fuck the Heim. So. Hier ist er, 4,27 von 5 bei 128 Votes. 282 Reminders. Dann haben wir den Musha. Von mir. Auch 6 von 10 der Musha. Und der hat hier 3,29 von 5 bei 56 Votes. 44 Reminders. Der Musha. Dann die Cat's Claw. So ein Teil hätte ich ja gerne mal zu Hause stehen. Das ist ja echt mega, 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 mega. Kriegt von mir 7 von 10. Und da haben wir 4,05 von 5 bei 21 Votes. Hört sich irgendwie cool an, oder? Finde ich persönlich. So, dann haben wir den Perfect und den finde ich wiederum scheiße. Und der Perfect kriegt von mir 2 von 10. Finde ich nicht toll, das Ding. Standardgleiter, ein bisschen blau. Einfach da drüber gelegt. So, 3,73 von 5 bei 11 Votes.
Haben wir den CloudStrike? Und der CloudStrike ist, sieht ein bisschen besser aus, aber ist auch wieder ein Standardgleiter. Kriegt von mir 5 von 10 wegen dem schönen Effekt da drauf, aber mehr kann ich einem Standardgleiter auch nicht geben. Der CloudStrike und der CloudStrike hat hier 3,73 von 5 bei 22 Votes. Ich finde, der Monition Expert, sorry, ich weiß, es ist wieder ein super beliebter Spitzer-Skin. Ich finde, der sieht kacke aus. Deswegen kriegt der Munitions Expert von mir nur 2 von 10. So, und da gehen halt wieder die Meinungen extrem weit auseinander. Da sind wir bei 4,21 von 5. 57 Reminders. So, dann haben wir die Spektralaxt. Auch die finde ich nicht wirklich toll. Gibt von mir 4 von 10, die Spectral X. Auch die ist sehr beliebt. 4,12 von 5 bei 25 Votes, 51 Reminders. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich gehe mich vergraben. Ich gehe mich vergraben. Ich finde das so. Ping, ping, Herzchen, Sternchen. Oh. Oh. Meine Güte. Auch wenn ich diesen Emote hasse, also ich hasse ihn wirklich, ich hasse diesen Emote, da dieses aber gut, er ist trotzdem irgendwo ganz cool und ich kann verstehen, dass man den mega geil findet und so, aber ich gebe dem jetzt 6 von 10. Dem True Heart und boah, ich weiß, normalerweise hat er viel mehr verdient. Das ist halt hier 4,68 von 5 bei 53 Votes, 195 Reminders. Kann ich verstehen, dass man es ihm gibt, aber ich boah, dieses oh, boah. So, der Waypoint kriegt von mir, ja, den finde ich eigentlich ganz nice, 7 von 10 und da haben wir hier 4,52 von 5 bei 31 Votes, 103 Reminders. Dann kommt der T-Pose. Der ist so witzig. Kriegt von mir 8 von 10 der T-Pose. Ah, der ist einfach nur genial. Wie kommt man auf so eine bekloppte Idee? 4,56 von 5 bei 36 Votes und 410 Reminders. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Sharp News mit mir, dem Herrn gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.